Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Sinnesodai, herzlich willkommen bei Abonnato. Ich kann euch jetzt schon mal voraussagen, das ist ja jetzt das Session-Ende. Ich werde danach Doppel-Backup machen, sprich einmal so wie es jetzt ist, mache ich immer so ein Session-Backup. Ich werde aber den vorherigen Spielstand, den habe ich nämlich jetzt auch einmal gespeichert, noch drinnen lassen. Das heißt, für den Fall der Fälle, dass heute Abend die Horde dann nicht ordentlich kommt, kann ich den anderen nochmal reinschmeißen. Und dann werde ich quasi einfach nur warten, bis es soweit ist. Das kennt ihr ja auch schon. So, das Stück machen wir jetzt erstmal, glaube ich. Das sind 1, 2. Okay, muss ich also auf der anderen Seite auch nochmal machen. Ja. Gehen wir nach oben. Dankeschön. So. Da haben wir die Säulen. Ach so, dann habe ich alles drin, was ich brauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach so, stimmt. Und 2 über Wasser. Und dann kommt der hier. Das ist richtig. Mhm. Und noch ein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So richtig, ne? Ja. Und auch wieder hier. 2 über Wasser und so ein. So, jetzt muss ich einmal 6 ringen. Naja, alles gut. So, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt hin. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Jetzt wisst ihr, warum ich immer mit 11 mal 11 gearbeitet habe. Damit ich immer schön die Mittelsäule dazwischen habe. Könnte allerdings hiermit echt schwierig werden. Muss ich mal gucken. Da ist ja schon wieder ein Loch im Wasser. Wieso ist denn hier jetzt schon wieder ein Loch im Wasser? Komm her. Hallo? Ach, wegen der... Okay, ich verstehe. Geht nicht, ne? Nee, dachte ich mir. Ich hab doch kein Wasser mit, du doof. Das wird nicht gehen, glaube ich. Es ging noch. Wie schön. Ne, jetzt habe ich hinter mir ein Loch. Habe ich nicht. Na, Gott sei Dank. Loch wieder geschlossen. Jetzt muss ich da hinten erstmal noch einen Elber dran setzen. Und dann bin ich auch da wieder direkt in der Mitte. Eventuell setze ich da nochmal so kleine Säulen dran, ne? Diese halben. Oder nur dieses hier. Mal gucken. So, einmal runter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na, mach schon richtig. Warum tue ich mich jetzt so weit nach hinten lehnen? Verstehe ich nicht. So. Und 2 rüber. Und den da. Und jetzt quasi den Beton.
kann halt sein, dass jetzt, da ist doch eine höher. Da ist doch eine höher. Nee, doch nicht. Eins, zwei. Eins, zwei, das passt. Das Wasser sollte ja überall die gleiche Höhe haben. So, dann kann ich doch hier jetzt direkt erstmal anfangen mit Beton. Wenn es nicht passt, habe ich ein Problem. Muss ich nämlich zu viel kaputt schlagen. Habe ich keine Lust zu. So, nächste. Das ist dann wieder genau die Arbeit, die so stumpfsinnig lange dauert, das Podest hier hinzustellen. Ich werde es diesmal nur nicht so machen, und wie ich das damals bei meiner City of Life gemacht habe, dass ich das komplett erst das komplette Podest hinstelle, sondern ich werde das so machen, dass ich hier einen Teilbereich hinstelle und den nächsten dann nachziehe. Müssen wir nur gucken, wie wir das am geschicktesten machen. So. Und ich habe sowieso wieder was vergessen. Wo sind sie denn da? Die sollen doch jeweils mit dran. Okay, fangen wir hier an. Ne, wäre auch falsch. Mal hier an. So wäre nämlich richtig. Aha. So. So. Nächste. Den. Und den. So. Stimmt, nach hier brauche ich dann eher nicht. Ups. Ach, diese schwimmen jetzt ewig. So. Doch, wenn hier ran... Ne, hier kommen ja keine Rampen mehr. Da kommen Rampen dran. Das heißt, hier brauche ich keinen. Okay. Aber hier... Ne, hier auch nicht. Okay. Oh, das wird ein Materialaufwand, das wird noch richtig heftig. Oder mache ich die hier nur aus Holz? Ist auch unschön irgendwo, ne? Dass ich die äußere nur aus Holz mache, dann habe ich nicht ganz so viel Material, weil das, was hier an Eisen durchgeht, ist ja Wahnsinn. Egal. Ich bin halt Wahnsinn. Ist halt dann so. So. Ich muss auch mal gucken, ob ich die nicht direkt schmieden kann. Aber ich glaube nicht. Da fehlt doch jetzt noch einer. Warum? Die hier. Super. Das hasse ich. Das ist wirklich etwas, was ich wie die Pest hasse. So, nee, gib her. So, da brauchte nicht nur noch hier hinten. So, aber hier muss dann noch einer hin. Das sollte auf jeden Fall halten. Hier machen wir nur die Mauer aus Metall. Der Rest kommt ja aus Holz.
Von daher geht das dann auch wieder. Okay. Das ist so schwierig. Muss ich immer warten, bis er oben ist oder halt irgendwie mitgehen. So. Ist mal wieder. Ah, so geht. Okay. Das ist echt eine Arbeit. Wenn ihr das macht, kennt ihr selber. Jetzt muss ich allerdings warten, bis der Beton erstmal ausgehärtet ist. Ansonsten möchte ich da nichts dranhängen. Weil könnte sein, dass das nicht besonders gut wäre. So, lass mich da jetzt erstmal gucken. Aber an dem Holz. So. Nee, unsere Beton ist die andere Seite habe ich noch gar nicht fertig. Die muss ich auch noch machen. Also hier sollte ich jetzt schon dranhängen können. Ohne Probleme. Und da habe ich gesagt, zwei... Da war er schon. Versuchen wir es nochmal. So. Und so. Und so. Ah, das ist unschön. Obwohl doch, der wird ja... Ah, okay. Alles gut. So, und dann kann ich nämlich die hier da draußen setzen, wo sie hingehören. So und so. Ja. Und hier muss ich dann Catwalk setzen. Das heißt, bis hierhin Catwalk. Weil ich das ansonsten mit den Ecken einfach nicht hinkriege. Und das finde ich unschön. So, machen wir das jetzt erstmal. Und hier drauf kommen dann ringsrum ja, Catwalk und Railings. Geht gar nicht anders. Und dann ist nämlich jetzt hier dieses unschöne Problem. Das hat hier jetzt recht gut abgeschlossen, aber wenn ich das mit den Ecken machen möchte und anders kriege ich hier einfach die Railings nicht dran, kriege ich noch mit diesen Ecken, kann ich das nur auf diesem Weg machen. Es sei denn, naja, das sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Nicht die hier. Wir machen nur diese Ecken. Fertig. Die kann ich ohne Railings auch gar nicht machen, glaube ich. Das ging nur im... Ja. Das ging nur im Dudelmodus. Okay. Ne, dann machen wir doch nur diese Ecken und den Rest lassen wir frei. Fertig. Ja, so machen wir das. Und jetzt müssen wir... Das können wir an der Seite. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und das auch nicht. Wo sind sie denn? Achso, die haben wir. Gut. Habe ich auch noch genug? Habe ich auch noch genug. Beton könnte schwierig werden. So, erstmal wieder alles betonieren. Stahl kommt dann nur bis hierhin. Obwohl, machen wir komplett. Auf diese 20 kommt es dann auch nicht mal an.
Und die auch noch. Und dann haben wir ja schon mal einen kleinen Teil stehen. Eigentlich brauche ich auch nicht alle Säulen. Ich muss eigentlich nur die Kampfzone in Stahl machen. Und dahinter kann es Beton bleiben. Nur Beton. Das reicht. Weil, ich muss hier Catwalks rumziehen. Oder ich muss hier einen Zaun entlang. Das kann ich natürlich auch machen. Aber so einen kompletten Zaun, damit ich hier Railings dran setzen kann. Und das kann ich wohl auch tun. So. Okay. Machen wir erst den. Und hier auch überall. Das gleiche Spiel also wieder in grün. Das ist tatsächlich eine eher unheimlich langweilige Arbeit. Und wenn ihr damit einverstanden seid, ich gehe jetzt einfach mal plump davon aus, werde ich diesen Säulenbau dann auch quasi komplett überspringen. Ihr seht ja jetzt hier am Anfang, wie ich das mache, beziehungsweise wie ich das gemacht habe. Und dann werde ich hier den Säulenbau quasi, ja doch, da habe ich doch auch gemacht, ist doch richtig, komplett überspringen. So. Fertig? Ja. Ernsthaft? Ich mag das nicht. So. Okay. Sitzt. So. Und jetzt halt hier hinten noch. Die anderen drei sind ja. Weil es wird tatsächlich jetzt in dem Stil komplett so weitergehen. Und ihr seht, es dauert lange. Einfach aus dem Grund, weil ich hier nicht vernünftig arbeiten kann. Das ist halt im Wasser vernünftig zu arbeiten, ist unschön. Nee, da habe ich ne. Und deswegen würde ich sagen, den Säulenbau, den überspringe ich. Heißt dann letztendlich, dass wir einige Tage vorangeschritten sind und wahrscheinlich auch so 1, 2, 3 Horden. Eventuell mache ich vorab auch nochmal eine Folge. Ja, beziehungsweise, bevor jetzt unbedingt wieder Säulen stehen müssen, dauert ja auch erstmal ein bisschen. Das heißt, kann auch sein, dass wir es dann etwas anders machen. Sprich, wir haben ja hier noch einiges zu tun. Und dann könnt ihr mir die Kommentare dalassen entsprechend. Und dann geht das. So, und da noch. Und das ist langwierig. Und wir haben 18 Minuten rum, meine Lieben. So. Und den noch. Das wird wieder eine Fleißarbeit. Absolut. Da habe ich mir schon wieder was eingebrockt. Das gibt's gar nicht. Ich mache aber auch nur so Blödsinn, ne? Das ist echt mal schlimm. So. Und die hier noch. Wenn wir das dann fertig haben, dann ist die Folge auch definitiv rum. Und ja, das Ganze wird dann nochmal gespeichert. Im schlimmsten Falle ist es dann jetzt halt so, dass ich das Backup zurückhole. Also so wie wir das jetzt fertig haben. Und ich quasi einfach nur den Rest der Zeit warten werde. So. Und gut ist. Dauert nicht mehr lang. Dann brauche ich nicht mehr. Ups. Wer ist denn da? Ach so. Fall halt um. Wieder eine ganze Horde oder was? Und schön liegen bleiben. So, komm auch, Schwesterchen.
Wieso kommt jetzt immer direkt vor der Horde eine Horde? So. Die hatte zumindest was Nettes dabei. Komm her, Zicke. Und wir haben 17:32. Das wird lustig. Bin ich ja mal gespannt, ob das Problem mittlerweile gekillt haben. So, das war's aber. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf Social Media, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Und wir hören uns dann, ich glaube, davon kann ich noch einen, in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye-bye.